Hallo liebe Fans, Freunde, Familie, mein Name ist Olli Schulz. In diesem wunderschönen Hotel befindet sich Joko Winterscheid. Und der denkt, dass er heute mit mir einen ganz tollen Abend verbringen wird, einen Buddy-Tag. Ich spiele heute ein Konzert, ich habe ihn eingeladen, wir wollen den Abend zusammen verbringen. Was er allerdings nicht weiß, ist, mir ist ein Roadie abgesprungen. Ich brauche jemanden, der mit anpackt, jemand, der Power hat in den Armen. Das ist bestimmt nicht Joko Winterscheid. Ich meine, jeder kennt ihn, Körperbau wie ein Zahnstocher, zwei linke Hände, nur Daumen dran. Aber heute muss er einmal richtig anpacken. Wow. Der feine Herr Winterscheid, wieder das teuerste Hotel genommen, ne? Du bist verhaftet wegen Sexy. Also endlich mal wieder, ne? Ja. Also es wird ein super Buddy-Tag, den wir heute machen. Aber es könnte sein, dass du bei ein, zwei Sachen mir helfen müsstest vielleicht heute. Ja, weil es ist ja auch... Ich bin nur deinetwegen hier. Wirklich, ich kümmere mich. Ups, sag mal. Buddy-Tag? Buddy-Tag. Buddy-Tag! Das wird ein Spitzenkonzert und da kommen voll die süßen Mädchen. Ich hab so Bock, ne? Ich hab so lange nichts mehr gemacht. Kannst du den Wagen schon mal holen? Hier ist der Schlüssel. Ja, klar. Wo steht er denn? Der auf dem Parkplatz, hinten rechts. Das sind schon mal holt. Gleich. Wenn der wüsste, dass er heute den ganzen Tag arbeiten muss, ne? Okay. Dann fahren wir los. Jo. Rock'n'Roll. Wenn man so einen großen Club ausverkauft, da lastet schon eine Menge auch auf mir so, ne? Also. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich bin ja da, weißt du? Dafür hat man gute Freunde, die einem auch mal helfen, oder? Genau. Soll ich noch irgendwo den Wagen einfach dann vielleicht abstellen? Ich pack dann noch kurz den Wagen, komm nach, ne? Hey, Joker. Na? Hast du schon einen Whisky hier bereitstellen? Wollen wir einen saufen? Nee, später erst. Ich muss noch so viel machen hier heute. Du kannst mir ein bisschen helfen, wenn du willst. Dafür bin ich da. Du bist mein Roadie heute. Hast du Bock da drauf? Kriegst du noch so einen Pass? Kriegst du einen Pass, kriegst was zum Anziehen, alles was du willst. Mega. Dann hier, komm. Zack. Alles klar, Mann. Buddy Tag! Ich liebe dich, Alter. Ich liebe dich auch. Viel Spaß heute. Mega Outfit. Ich weiß nicht. Das kommt ja richtig zugute. Meinst du? Komm, lass mal anfangen zu arbeiten. Geh schon mal in die Halle. Schau dir das mal an, wie geil das da ist. Echt. Ja. Oh Gott, das tut mir ein bisschen leid jetzt auch. Das sieht aus wie eine Salzstange in Leder, ne? Wie viele Stühle sind das bitte? 450. Na, 750. 750 ja. Stühle? Aber wir brauchen 800. Hier müssen noch 50 hingestellt werden. Jo! Stühle, 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 Stühle. Und was ist das hier hin? Ein Kaugummifach oder was? Jetzt habe ich so eine kleine Bäckerei gefunden, wo es so kleine diese Madeleines gibt, weißt du? Dieses. Ach, Olli! Was? Hä? Was denn? Warum sitzt du denn jetzt da vorne? Weil ich ein Interview gerade gebe. Und wenn du morgens so ein Madeleine isst, weißt du, so ein französisches Gebäck zusammen mit einem Smoothie, das ist das. Joko! Tranquilo! Sagst du mal ins Mikrofon Stutzstülpen? Stutzstülpen. Nochmal ein bisschen mehr Ausdruck. Klar, Büsterbären! Ich helf dir, warte. Eiranfass. Eiranfass. Ja. Ja. Er müsste auch die angebrochenen Wasserflaschen von gestern noch zusammenschütten. Joker! Wenn Bernd aufgegessen hat, dann braucht er eine kleine Bauchmassage. Kannst du das bitte machen? Schon mal gemacht? Nee. Einfühlsam, ne? Erstmal so ganz solid. Hm. Nicht immer dieselben Stellen. Hm.
nämlich, wo der Ton herkommt. Verstehst du? Der Ton. Hast du nie drüber nachgedacht, ne? Schön. Ich gebe mir den Rest, oder? Joker! Was denn? Es gibt ein Problem, ein großes Problem. Das Vorprogramm steckt im Stau, die kommen nicht rechtzeitig hierher zum Spielen. Ich brauche ein Öffnungsprogramm, wirklich. So, ja, so, hier, nimm die Gitarre. Man, ehrlich. Ich bitte, nimm mal bitte. Ich kann auch keine Gitarre spielen. Das hat mir immer Glück gebracht. Ich kann auch keine Gitarre spielen. Hoch auf die Bühne. Ich kann halt ziehen. Ich gebe Ihnen den Rest. Nein. Einfach auf die Bühne. Glaubt mir, das ist mir noch unangenehmer als euch. Du musst die Gitarre einstecken, Mann! Hurt myself today. See if I still feel. Everyone I know goes away in the end. Das ist mega peinlich, es tut mir echt leid. Alter, war das scheiße! Die haben mich ausgelacht, Mann! Die haben mich ausgelacht? Die haben dich ausgelacht! Ja, haben die mich ausgelacht. Ich kann doch auch die nicht. Haben mich totgelacht über dich, Mann! Ja? Also, das war die letzte Bande. Was hast du denn jetzt so bescheuert? Oh Mann, ey, echt jetzt! Also scheiße. Ja, war nicht toll. Ganz besonders zu danken. Er hat heute den ganzen Tag eine Menge gemacht und hat hier wirklich hart gearbeitet und hat auf der Bühne sich zum Affen gemacht und hat hinter der Bühne, und ich kenne ihn seit vielen Jahren und jetzt bin ich froh, dass ich mit ihm zusammenarbeiten darf und so. Und er ist Moderator, aber in erster Linie ist er Musiker. Vielen Dank, Bernd Begemann, für alles. Wir nehmen dich jetzt komplett verarscht oder was? Und der ganze Scheiß heute dank der Idee? Das kann ich doch nicht ernst meinen. Das war doch von Anfang an so geplant von dem Spacken. Oh, das hat einen Spaß gemacht, ne? Oh, ich bin so ein Sadist, ganz tief im Inneren, ne? Dafür muss ich wieder zahlen, dafür muss ich blechen demnächst. Oh, das gibt Payback-Time, das weiß ich. Mir ist scheißegal, ich hätte mal Spaß heute.